zur Ehrung unserer Toten. Regiment, Achtung! Majestät, Herr Bürgermeister, verehrte Ehrengäste, meine Herren Chargierten, liebe Schützen, Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Neuss, uns alle willkommene Gäste unseres Festes und unserer Stadt. Seit 1987 treffen wir Neusser Schützen uns hier am Nachmittag des Schützenfest-Samstags auf unserem Markt, um unsere verstorbenen Schützen, Freunde und Freundinnen zu gedenken. Wir machen das auch, weil es guter Brauch ist. Wir machen das aber besonders, weil es uns Verpflichtung ist, der Männer und Frauen, denen wir im Schützenwesen und oft weit darüber hinaus freundschaftlich verbunden waren, zu gedenken. An sie zu erinnern, sie nicht zu vergessen. Pantarei, alles fließt, alles ist im Fluss. So konnten wir es erst vor kurzem in der Todesanzeige eines jüngst verstorbenen Ehrenmitglieds lesen. Ja, es trifft zu. Die Grenzen zwischen Leid und Freud liegen oft ganz beieinander, ganz nah beieinander sind fließend die Grenzen zwischen Leben und Tod. Das ist uns, das sollte uns bewusst sein und gerade deshalb ziehen wir in unseren Feiern unsere Verstorbenen nicht hier nur durch diese Totenehrung, sondern auch durch Gedanken in anderen Orten in unsere Gemeinschaft mit ein. Wir denken dabei auch weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus an diejenigen, die den Tod in ihrem Einsatz für weltweite Freiheit und weltweiten Frieden verloren haben. Auch an diejenigen, die mit dem Tod bedroht sind, nur weil sie ihre berechtigte Meinung sagen, an diejenigen, die für eine Meinungsäußerung umgebracht wurden. So etwas darf es eigentlich weltweit nicht geben. Das darf man in diesem Jahr, in dem wir auf 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung und 70 Jahre Grundgesetz mit ihren Grundrechten schauen, anmerken und fordern. Schauen wir auf das Grundgesetz, schauen wir auch auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So schauen wir auch dankbar auf die Menschen in der Welt, die sich, sei es hier zu Hause, sei es in aller Welt, für Friede, Ordnung, Sicherheit und Freiheit einsetzen. Wir haben heute den 24. August, das ist der Fest- und Namenstag des heiligen Bartholomäus. Nachdem der früheren Bartholomäus-Kirmes wegen sich immer noch nach § 31 unserer Satzung unser Schützenfestdatum richtet. Bartholomäus wird in der Kirche als Märtyrer verehrt, also als einer, der für das Bekenntnis seines Glaubens und damit für seine Meinungsäußerung hingerichtet wurde. Wenn wir in diesem Jahr auf Menschen schauen, die wegen ihres Einsatzes für ein menschlicheres Miteinander, für ihre dem damaligen Regime gegnerische Einstellung, für ihr Handeln umgebracht wurden, so geht unser Blick auch 75 Jahre zurück auf das Jahr 1944. Es ist das Jahr, in dem am 20. Juli der Versuch misslang, Deutschland von Adolf Hitler zu befreien, der Umsturzversuch scheiterte. Klaus Graf Schenk von Stauffenberg und vier andere seiner Gefährten wurden ermordet. Schon im Jahr zuvor waren die Freunde der Weißen Rose um Hans und Sophie Scholl umgebracht worden. Das alles muss auch uns und erst recht heute Verpflichtung sein, am friedlichen Miteinander aller mitzuwirken, in Zeiten, in denen der Friede vielleicht gefährdeter erscheint als noch vor einigen Jahren. In Zeiten, in denen Staaten meinen, sich ihre Macht mit Raketentests zeigen zu sollen und insoweit am Frieden zündeln. Es muss Verpflichtung sein, die Einhaltung demokratischer Regeln zu fordern und zu beachten, auf die Meinungs- und Gewissensfreiheit zu schauen, diese zu fördern und zu verteidigen. Überall und zu jeder Zeit für Mitmenschlichkeit einzutreten, auch im verbalen Miteinander, gerade in Zeiten, in denen manch führende Politiker zunehmend in diversen Staaten meinen, mit unsachlichem Twittern etwas gewinnen zu können und damit auch in Zeiten, in denen man manchmal den Eindruck hat, dass die positiven Früchte der Aufklärung emotionsgesteuerten Egoismen weichen.
Da kann man auch nur Verständnis für die haben, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben integrationswillig zu uns kommen und sie willkommen heißen. 1919, vor genau 100 Jahren, fand wie in den Vorjahren kein Schützenfest statt. Den Neusserinnen und Neussern war nach dem Ersten Weltkrieg zu Recht nicht zum Feiern zumute. Und dieses Ehrenmal, vor dem wir hier stehen, wurde vor genau 90 Jahren gerade in Erinnerung an die Toten des Ersten Weltkriegs errichtet. Es erinnert uns, wenn wir hier heute stehen, ehrend und symbolisch an alle Verstorbenen und Toten. Vom Blick in die Welt und in die Geschichte zum Blick in unsere Heimat nach Neuss. Wir gedenken hier und in dieser Stunde, wie natürlich auch morgen beim Schützenhochamt, besonders auch der Freunde, die uns im letzten Jahr verlassen haben und deren Freundschaft und Kameradschaft, deren Vorbild und Einsatz für unsere gemeinsamen Ideale, Werte und Vorstellungen, wir so vieles zu verdanken haben. Aus unserer großen Schützenfamilie und unserem Korps wurden uns genannt und seien stellvertretend erwähnt. Unser Ehrenmitglied Rainer Reuß Senior. Aus dem Sapeurkorps Dieter Kohmann. Aus dem Grenadierkorps Hermann Freienberg, Max Gilges, Hans Gerd von Marwick, Andreas Grösch, Werner Bongers, Alfred Wenmacher, Thomas Griebenow, Uwe Bayen, Luis Sanchez, Gerd Päfken, Michael Diekhoff, Bernd Ramsch, Rolf Michels, Heinz Sturm, Tobias Gollasch, Theo Schlechter, Udo Wasen, Heinz Merkens, Karl-Heinz Philipsen und Herbert Schlön. Aus dem Jägerkorps Jakob Bischkens, Adam Josef Adi Hermes, Norbert Ott, Willi Panzer, Jürgen Lochner, Siegfried Heffels und Willi Steinfort. Aus dem Chor der Neusser Schützenlust Leopold Matzner, Andreas Türks, Dr. Honke Hermischen, Wilhelm Esser, Wolfgang Giesen, Ulrich Reindorf, Dr. Rudolf Goebbels, Ewald Nickel, Karl-Heinz Gilges, Uli Glinski, Günther Behrang und Matthias Engels. Aus der St. Hubertus Schützengesellschaft Karl Werner, Josef Dani, Bernd Dick, Johannes Winkler, Peter Pohl, Wolfgang Klaus und Raimund Delbig. Aus der Schützengilde Josef Höfges, Michael Deneke und Johannes Hohns. Aus dem Chor der Neusser Scheibenschützen Werner Schlüter. Und stellvertretend für alle Frauen, Mütter und Töchter Gisela Schwarzfelder, Ingrid Harnich, Bettina Leser. Ich danke Ihnen. Regiment, Stillstand! Richt euch! Augen gerade aus! Fahnen hebt! Fahnen senkt! Thank you.
hebt Fahnen ab, rührt euch. Regiment, Stillstand, richt euch auch gerade aus. Herr Hauptmann, Kommando zurück. Fahnenschwenker und Fahnenträger, wegtreten. Fahnenschwenker und Fahnenträger zur Reveille aufstellen. Thank you.